Ich werde euch heute zeigen, wie man die Hama Fitwatch 5910 einrichtet und anschließend mit dem iPhone koppelt, um dann zum Beispiel auch Benachrichtigungen zu erhalten. Ich bin Ole, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Video. Zuerst einmal müssen wir natürlich die Hama Fitwatch 5910 einschalten. Das machen wir mit diesem kleinen Knopf hier auf der rechten Seite. Den drücken wir mal so für 3 Sekunden. Dann vibriert die Uhr und sie wird eingeschaltet. Falls bei euch die Uhr nicht über diesen kleinen Knopf auf der rechten Seite angeht, dann müsst ihr sie einfach einmal an das Ladegerät anstecken und dann sollte sie sich im Normalfall automatisch einschalten. Das war's auch schon soweit zur Uhr. Mehr braucht ihr eigentlich nicht tun. Ich würde euch aber empfehlen, das Ding definitiv mit dem Handy zu verbinden. Die Uhrzeit stellt sich übrigens beim Verbinden mit dem Smartphone automatisch ein. Dafür nehmt ihr einmal euer Handy zur Hand und öffnet beim iPhone eben den App Store und sucht hier nach Hama Fit Pro. Ganz wichtig, die Pro-Version, nicht die normale Version. Mit der normalen Version wird diese Uhr nicht funktionieren. Dann ladet ihr die App einmal runter. Ist das erledigt, könnt ihr die App öffnen. Jetzt werden eben verschiedene Berechtigungen abgefragt. Einmal Standort, dann haben wir Mitteilungen. Und hier könnt ihr jetzt auch gleich einstellen, ob das Ganze gekoppelt werden soll mit Apple Health. Das möchte ich in dem Fall, also drücke ich auf Alle aktivieren und Erlauben. Und soweit zu den Berechtigungen. Jetzt sind wir auch schon im Setup an sich. Da können wir dann einmal hier auf Einrichtung starten drücken. Und die Datenschutzerklärung haben wir uns natürlich durchgelesen und stimmen dieser zu. Jetzt möchte die App einmal Bluetooth verwenden. Da drücken wir einmal auf OK. Verstanden. Und jetzt sucht das Gerät einmal nach der Uhr. Er hat jetzt verschiedene Uhren hier gefunden. Watch 5910, 4900 und 4900. Wir möchten natürlich die 5910, also drücken wir dort einmal drauf. Jetzt dauert das einen kleinen Moment und jetzt seht ihr hier hinten den Haken und könnt hier unten nochmal auf Gerät verbinden drücken. Jetzt vibriert die Uhr, ihr seht hier, dass hier so ein kleiner Haken zu sehen ist und das heißt, dass das Gerät erfolgreich verbunden ist. Nun habt ihr hier auf dem iPhone verschiedene Sachen, die ihr einstellen könnt, aber nicht müsst, was sich als sehr nützlich erweist, wenn ihr eben verschiedene Dinge tracken wollt. Ich mache das jetzt mal einmal im Schnelldurchlauf. Ihr gebt dann natürlich, wenn ihr möchtet, alles Mögliche ein, was ihr eben eingeben sollt. Ihr seht jetzt hier oben, er synchronisiert jetzt quasi einmal die Uhr mit der App. Das ist jetzt auch abgeschlossen und jetzt habt ihr eben diese verschiedenen Sachen, die hier angezeigt werden. Kalorien, Entfernung, Dauer, dann habt ihr hier Schlaftracker, Herzfrequenz und so weiter und so fort. Um jetzt eben verschiedene Sachen einzustellen, geht ihr hier auf Gerät. Und unter anderem dann zum Beispiel Anrufbenachrichtigung. Das könnt ihr einschalten, wenn ihr möchtet. Das heißt, wenn ihr angerufen werdet, wird das auf der Uhr auch angezeigt. Dann haben wir Bewegungserinnerungen. Das können wir auch einschalten. Wichtig ist hier immer oben rechts auf dieses kleine Häkchen gehen, damit er eben die Einstellung richtig speichert. Ihr habt auch die Weckerfunktion. Dort könnt ihr eben einen Wecker hinzufügen. Mache ich jetzt in meinem Fall immer nicht. Jetzt habt ihr hier unten Benachrichtigungen. Das ist dann unter anderem wichtig für WhatsApp. Dort könnt ihr einmal raufgehen und die Benachrichtigungen aktivieren. Jetzt könnt ihr hier auswählen, welche App eben euch Benachrichtigungen auf der Uhr senden darf. In meinem Falle nehme ich jetzt hier mal WhatsApp und Gmail. Wichtig auch hier wieder oben auf dieses kleine Häkchen drücken, damit die Einstellungen gespeichert werden. Und jetzt ist es aktiv. Jetzt können wir mal einmal testen, ob wir hier auch unsere WhatsApp-Nachricht drauf bekommen. Und da ist auch schon die Nachricht. Also das funktioniert wunderbar. Antworten können wir jetzt hierüber nicht, wir können es eben bloß sehen und müssen dann übers Handy antworten, aber es funktioniert, dass man die Benachrichtigungen sieht. Und man kann hier außerdem den Startbildschirm ändern und das funktioniert auch relativ gut. Wir können hier ein Hintergrundbild zum Beispiel auch auswählen. Ich nehme jetzt hier mal aus meiner Galerie irgendein Bild, was ich in letzter Zeit gemacht habe. Und dann können wir das einmal synchronisieren. Nicht wundern, das ist jetzt hier noch weiß, das fängt gleich an, genau da seht ihr schon, zu laden. Das dauert immer eine kleine Weile. Und ist das Ganze synchronisiert, habt ihr das Hintergrundbild eben auch auf eurer Uhr. Ihr könnt natürlich auch die Standardziffernblätter nehmen. Das funktioniert genauso gut, wie ihr seht. Oder man kann sich eben aus der Cloud auch Ziffernblätter herunterladen, wo es eben viele verschiedene Designs gibt. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wir nehmen jetzt hier mal zum Beispiel dieses Design. Stellen das Ganze ein. Das dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. Und schon ist das Watch Face eingestellt.
Jetzt habt ihr hier noch mehr Einstellungen, zum Beispiel automatische Aktivitätserkennung, Musiksteuerung, also dass ihr mit der Uhr die Musik auf eurem Handy steuern könnt, Herzfrequenzmessung, Armbewegung Bildschirm, das heißt, wenn ihr euer Handgelenk dreht, dass sich diese Uhr eben einschaltet, dass das Display sich einschaltet, Menstruationszyklus und sonstige Einstellungen, wo ihr dann eben zum Beispiel auch Wettervorhersage, Telefonsuche, Herzfrequenzzonen, den Nichtstörenmodus einstellen könnt oder auch das Gerät eben von der App aus neu starten könnt. Ihr habt hier außerdem die Möglichkeit, die Firmware zu aktualisieren. In meinem Fall ist es jetzt schon die neueste Version, deswegen brauche ich das nicht. Das sind jetzt soweit alle Einstellungen gewesen, sodass ihr eben auch die Benachrichtigungen von WhatsApp eben erhaltet. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann schreibt diese gerne unten in die Kommentare. Ich versuche darauf so schnell wie es geht und bestmöglich zu antworten. Wir haben die Fitwatch 5910 und 4900 mal verglichen und ein Video dazu gemacht. Dieses Video ist jetzt oben rechts und in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten war es das mal wieder von mir. Wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ansonsten war es das mal wieder von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut